Hallo und herzlich willkommen zum ersten Kanal-Info-Video im Jahre 2012. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr rein gerutscht. Zum neuen Jahr. Ich mache das Video jetzt, weil ich euch ein paar ja, logischerweise Infos geben wollte, wie dieses Jahr ich mir das vorstelle, wie es mit dem Kanal weitergeht und alles. Nachdem letztes Jahr, also wirklich, wirklich gut war. Ich hätte letztes Jahr nie gedacht, dass das zum Ende dieses Jahres hatte ich, glaube ich, 24 Abonnenten oder sowas. Habe ich damit nie gerechnet. Ich weiß, dass das jetzt nicht ja, ach, ich will mich da eigentlich gar nicht vergleichen. Das ist, ich mache das ja wirklich für mich, aber ich hätte, wie gesagt, nie mal mit gerechnet, dass das, ich sag mal jetzt für mich, für meine Verhältnisse, was ich mir vorgestellt habe, so schnell geht. Ich hatte mal so ganz nebenbei, ich hatte gedacht, naja, wenn ich am Jahresende so 2.500 Upload-Aufrufe habe, dann wäre das schon sehr viel, dann wäre ein hochgestecktes Ziel. Aber nun gut, wie gesagt, danke auf jeden Fall dafür, dass ja, ihr meine Videos im Endeffekt guckt, meine Let's Plays, wie auch immer. Ich hoffe, ich kann euch weiter jetzt in diesem Jahr dann Let's Plays bieten, die euch dann ebenso quasi gefallen wären. Was mich gleich zum nächsten Punkt bringt, ich habe ein bisschen am Kanaldesign rumgeschraubt, das in einem Monat sieht man ja hier. Das hatte ich auch nochmal bearbeitet hier. Nochmal im Versuch habe ich nochmal von Dead Space 2 schon mal was mit reingebracht. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, was Bildbearbeitung angeht. Da habe ich nie großartig was mit zu tun gehabt. Da könnt ihr mal, da bin ich mal auf euer Feedback gespannt, wie ihr das jetzt findet. Jetzt zur Zeit ist ja nur von Dead Space was drauf. Das wird sich immer noch mal verändern. Ich bin mir dann noch nicht so ganz sicher, was ich da, wie das dann die nächsten Wochen weitergeht. Ich werde dann immer mal gucken, dass so ein paar andere Sachen von Spielen, die wir noch machen, mit reinkommen. Ja, aber das nur nebenbei zu den Sachen, wie es dieses Jahr auch weitergehen wird. Natürlich hoffe ich, dass so kleine Fehler, die passiert sind jetzt im letzten Jahr, nicht mehr passieren. Aktuell jetzt, da habe ich jetzt muss ich gerade ganz kurz gucken. Wie heißt er denn der Gute? Mal kurz. Ah, schlecht vorbereitet. Ich glaube, Razor Blade Viper heißt der Gute, der mir da. Moment, der müsste ja hier irgendwo sein. Ja, hier. Ja, Razor Blade Viper. Na los, wieder zurück. Der mir da auch jetzt, haben wir ein paar PNs mit hinterher geschrieben, der mich da auch noch mal, der mir da auch nochmal was gesagt hat, so einen kleinen Fehler bei ein paar Let's Plays von Dead Space aufgetreten sind, nämlich dass man da, wenn man schaut, man guckt irgendwie was, dann kommen auf einmal die letzten 3 Minuten vom vorherigen Let's Play und dann geht es irgendwie weiter. Ja, das sind Schnittfehler, die dadurch passieren, durch die Aufnahme mit Fraps und in Verbindung mit Virtual Dub, wenn man da in der Reihenfolge beim Schneiden durcheinander kommt. Das waren, glaube ich, 3 oder 4 Mal. Ich bin jetzt noch nie dazu gekommen, alles nachzuschauen. Aber das sind halt solche Sachen, wo ich halt auch hoffe, dass sich das, oder was heißt, wo ich halt hoffe, dass sich das ändert. Also die ich dieses Jahr auf jeden Fall vermeiden wollen will, solche Fehler. Aber das wird sich wahrscheinlich auch an der Software, weil ich da was gerade ausprobiere, hat sich das Problem eventuell sowieso erledigt. Des Weiteren bin ich zurzeit am Testen. Ich habe ein bisschen Webspace gekauft und einen Server angemietet. Das heißt, die Let's Plays, die jetzt rüberkommen, die kommen von einem Server. Ich muss die erst hochschieben auf dem Server quasi, auf dem Webspace. Und hat eine 100-Mbit-Anbindung und dann schiebe ich die rüber auf YouTube. Damit habe ich zwar mein Upload-Problem generell nie so wirklich, also was heißt gelöst, dass das hier alles zu lange geht. Aber das Problem, was ich gelöst habe, ist, dass die Videos dann täglich immer richtig bei euch in der Abo-Box angezeigt werden. Und dann, nee, wenn ich ein ja, Video freischalte und dann steht da ja vor, ich sag mal übertrieben, 12 Wochen hochgeladen und das findet dann, blöd gesagt, halt niemand. Das heißt, ab morgen kommt dann, ist das dann auch mit Dead Space so, Blood Omen, das war jetzt schon die letzten 2 Tage so, dass die dann immer vom Server rübergeschoben werden und die dann auch wirklich immer direkt quasi in Bulletins mit angezeigt werden und auch bei eurer Abo-Box sollten die mit dabei sein. Das ist jetzt erstmal so ein Versuch. Muss ich noch schauen nach Alternativen, ob es da was dann noch andere Server angeht, im Endeffekt, ja, günstigere Server oder wie auch immer, was man da machen kann. Aber dass zumindest, dass halt immer aktuell die Videos hochkommen, was mir auch den Vorteil verschafft, dass ich halt dann,
eine gewisse Menge hochladen kann und aber ihr die halt hier immer neu freigeschaltet bekommt. Inwiefern das Auswirkungen hat auf die Anzahl der Let's Plays, die ich mache, weiß ich noch nie. Ich bin halt, wie gesagt, noch am Testen. Zu den Let's Plays auch selber. Also ich warte im Moment noch auf ein bisschen Hardware, was neu kommen soll. Also mit ein bisschen Hardware meine ich eigentlich einen komplett neuen Rechner. Dann werden auch neue Let's Plays dann damit angefangen. Und die neuen Let's Plays, die dann angefangen werden, die werden sein Blood Omen, Quatsch, Blood Omen 2, das spiele ich ja schon. Die neuen, das wird einmal Bioshock sein, was ich ja in der Region angezockt. Wer sich das angeguckt hat, habe ich ja die Demo mal gespielt und war davon begeistert und habe auch gesagt, das will ich auf jeden Fall Let's Playen. Das wird auf jeden Fall kommen und dann vom Advents-Special Portal 2. Da war ja die Abstimmung. Wer es verfolgt hat mit den Advents-Specials, da war so, wo ich geguckt habe, dann zum Jahresende unter dem letzten Video nichts irgendwie abgestimmt und ich hatte dann auch eine PN von Razorblade Viper bekommen, der da auch gesagt hat, also er wäre da für Portal 2 und da habe ich mir gedacht, naja, wenn da eine Stimme kommt, dann wird Portal 2 halt gemacht, plus halt, dass ich ja auch, wie ich es gesagt habe, im Spiel mir das Spiel vom Humor her sehr gut gefällt. Die zwei Sachen werden auf jeden Fall kommen. Dann wird auch irgendwann noch danach höchstwahrscheinlich Dead Space 2 dann weitergespielt, oder was heißt weitergespielt, überhaupt erst angefangen. Das ist jetzt so der grobe Ablauf für die nächsten drei Let's Plays, die auf jeden Fall kommen werden. Ich werde mal schauen, was noch nebenbei machbar ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich auf die neue Software warte, Quatsch, auf die neue Hardware warte, sonst dann hätte das wahrscheinlich jetzt schon angefangen. Aber ich will da nie so hin und her dann von einem System aufs andere mit unterschiedlichen Grafikeinstellungen dann, das ist auch blöd. Ja, deswegen laufen jetzt halt Blood Omen 2 und Dead Space noch weiter. Die gehen jetzt aber auch dem Ende zu. Die Aufnahmen dazu sind fertig. Die sind bald beendet, die beiden LPs. Und dann fangen aber wohl hoffentlich direkt ohne Verzögerung die beiden neuen LPs auf. Zum Let's Play generell. Ich habe leider, oder was? Ja, leider nun, endgültig Overload ist abgebrochen. Da gab es ja so ein paar Probleme, oder dort hatten sich ja extrem die Probleme irgendwie gehäuft, was zum Schluss mich dann auch so geärgert hat, dass ich dann beim Spielen selber auch nicht mehr so richtig Spaß an dem Spiel an sich hatte. Und ja, da ist dann bringt es da auch nichts weiterzumachen. Plus halt, dass beim letzten Mal ja die Probleme gab, dass mir da einiges an Spielzeit fehlt. Das ist jetzt abgebrochen. Das werde ich dann hier auch noch aktualisieren. Dass das hier runterrutscht, abgebrochen etc. Ja, da kommt dann nichts mehr. Aber wie gesagt, die anderen beiden gehen weiter, die neuen kommen und dann werden wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich habe es in der Folge von Blood Omen schon gesagt, von Blood Omen 2, Überlegungen sind dann halt auch noch in Richtung Batman, sowohl das Batman, ja, der erste Teil, habe gerade vergessen, wie das hieß und ja, die zwei neuen Batman-Teile halt. Mir sind die Namen gerade entfallen. Ja, in die Richtung. Und natürlich die Bioshock-Serie. Mal schauen, ob ich das hinkriege bis zu Infinity, wenn es rauskommt, dass das dann vielleicht 1 und 2 durchgespielt ist. Und direkt beim Release, das wäre ja mal was Neues, direkt dann das Infinity Let's Play anfängt. Ja, das zum Beginn vom Jahr 2012. Das sind so die Sachen, die ich mir grob vorgestellt habe, wo ich euch jetzt noch drüber informieren wollte. So wird es erstmal weitergehen. Also sind im Endeffekt 1, 2, 3, also 5 LPs stehen ja im Endeffekt schon fest. Da sind halt die Bioshock, die drei Teile, Dead Space und Portal 2, das wird auf jeden Fall gespielt. Und eine Sache, worauf ich ganz gespannt auch noch bin, das ist Prey 2, was ja dieses Jahr auch noch kommen soll. Das ist auch was, was ich auf jeden Fall spielen will. Ja, lasse ich mich mal überraschen, habe ich jetzt gerade im Kopf, wann da der Release ist. Das war's. Soweit erstmal zu den ersten Kanalinfos. Wenn ihr Fragen habt, ja, schreibt in die PN oder unter das Video. Wie gesagt, wenn ihr mir ein kurzes Feedback wegen Kanaldesign geben wollt, könntet, wie auch immer, würde ich mich da auch drüber freuen. Ansonsten viel Spaß noch, genießt noch euer Wochenende, viel Spaß noch weiter mit den Let's Plays und ich sag mal wieder, tschö bitte.